Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Laburonia. In der letzten Folge haben wir ja unser, beziehungsweise in der letzten Doppelfolge, die, das wurde mir so lange, dass ich es in zwei Folgen geschnitten habe, die Aufnahme, haben wir Anne wieder aufgegabelt, nachdem er, wie soll man das am besten sagen, nachdem sie uns vorher verarztet hat und wir dann abgehauen sind, und jetzt müssen wir ja den Entführern plus Dieben, also ich weiß gar nicht mehr, wen die entführt haben, ist ein bisschen her, seitdem ich aufgenommen habe, und auf jeden Fall haben sie den Windkristall geklaut, das waren zwei Monster gewesen. Ich verheddere mich gerade total. Auf jeden Fall müssen wir denen eigentlich hinterher. Vorher möchte ich aber nochmal... Ey. Ist doch jetzt nicht... Habe ich echt die Artemis so scheiße geparkt, dass ich da nicht mehr hinkomme? Da wollte ich nicht hin. Komm, gib mir die Artemis back. Das kann doch nicht sein. Das wäre jetzt echt ziemlich, ziemlich beschissen, wenn ich jetzt an die Artemis nicht mehr rankäme. Es sieht aber... Ich versuche einfach mal an die ranzukommen jetzt. Weil eigentlich... Okay. Eigentlich wollte ich die jetzt nämlich gerade noch benutzen. Crew Shot, Break Shot, Shock Shot, hört sich doch mal ganz gut an. Und Anne ist ja eher... Ja. Eher Heilung. Okay. Du greifst weiter an. Ich setz einfach mal Feuer an, du erst auch an und du machst mal Puppenheilung. Okay, dann... Go... Trial Shot und... Heal auf Garrick. Fuck, Garrick hält ja echt gar nichts aus. Okay. Ich muss echt sehen, dass ich eine Möglichkeit da hinten rankomme. Und das finde ich jetzt gerade etwas nervig. Okay, weiter Attack, go Trial Shot und du wieder heilen. Attack. Cripple Shot einmal. Und nochmal heilen auf Garrick am besten, sicher. Attack und auch Attack. Jo, auch wieder mal komplett Attack. Okay, ich komme an die Artemis ran, ich muss halt nur komplett rumlaufen, was aber auch schon nervig ist. Oh, puh. Gut. Ich wollte nämlich... Wohin wollte ich denn nochmal jetzt? Hier unten war noch die eine Höhle, die ich erforschen wollte.
Dann, ich bin der Meinung, hier im Anfangsdorf gab es noch einen Q, welchen ich mit Aris nicht einsammeln konnte. Den würde ich dann natürlich auch gerne noch mitnehmen. Aber vorher nochmal ausruhen. Und ich denke, dann sollte ich auch schauen, dass ich die eventuell ein bisschen aufpeppe. Jetzt der Herr out of Found a Cure Angry Cock. Okay, Geldland. Ah, Multishot. Damit hat schon mal Garrick einen weiteren Q bekommen. Jetzt am besten auch wieder direkt speichern. Oh, dann wollte ich hier nochmal nachschauen, ob ich da noch irgendwas finde. In Genies. Also hier im Innen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass da nichts mehr ist. Da vielleicht? Nee, da aber nicht. Da oben könnte noch was sein. Hier könnte noch irgendwas sein, oder? Achso, da kann ich nicht lernen. Ups. Okay. Ups. Fuck, da sind wir also wieder im Wasserlabyrinth gelandet. Na toll. Oh, interessant. Oh. Hier ist das. Oh, Eiffel. Das ist doch mal in Ordnung. Einmal speichern, ja. Und die Artemis müsste ja draußen sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, die Artemis steht hier draußen. Ist doch mal auch ganz fein. Gut. Da war ja nichts mehr, da war auch nichts mehr, bin ich der Meinung. Gibt es hier vielleicht noch was, was ich einsammeln kann? Okay. Okay, Pop of the Year. Nix. Nein, auch nix. Nope. Nix. Nee. Quantic Q, Golden Beer. Der war sogar für mich? Oh. Drain Aura. Vielleicht hätte ich den vorher gebrauchen können. So. Hier noch irgendwas? Bei Bier würde ich sagen und Whisky auch nochmal. Mal sehen. Ich glaube, von den Dingern kann man ja auch was lernen. I'm gonna get drunk now. Gulp. Well, that's a trick, I suppose. Okay. Oh, fuck. Yay, ich hab's geschafft, mich zu besaufen. Okay. Items, gut. Bier. I'm gonna get... Okay.
Okay, ich kann mich zwar besoffen machen, aber ich weiß nicht, was mir das bringt. Außer, dass ich ein bisschen hin und her schaukel. Damit haben wir zumindest 3 Cues insgesamt gefunden. Ich möchte jetzt einmal schauen, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen bessere Ausrüstung kaufen kann. Ich weiß gerade nicht, wie das bei mir goldtechnisch dafür aussieht, aber ich hoffe mal, dass ich mir für die anderen was leisten kann. Warte mal, wie sieht das eigentlich aus? Ich hab bei denen jetzt noch nicht so 100%ig geguckt. Okay, der braucht definitiv neue Glows. Artemis Bow ist, denke ich, nicht so schlecht. Der ist schon ganz gut. Die Gladiatorenweste, ja. Die Gladiatorenweste lasse ich ihn an. Das bringt auch nicht so viel. Gut. Ein Walking Stick, okay. Shield, okay. Limited Self doing slowly doing combat. Gut. A light shield that regenerates aura. Das ist interessant. Also entweder den würde ich tatsächlich sagen oder. Ich denke, dass ich den Bloodsuckler nehme. Damit, okay, Magic Attack geht damit runter. Damage geht Magic Attack auch runter und. Ja, okay, aber die Frage ist, ob Magic Attack auch bedeutet, dass ich damit stärker heilen kann. Das weiß ich halt nämlich gerade nicht. Okay, Archer's Garb ist scheiße. Flaming Tunic. Okay, das ist in dem Falle nicht so schlecht. Ein Magic Defense weniger und dafür das kann ich verkraften. Dass ich 25% gegen Feuerangriffe habe. Gut. Okay, Champ. Battle Mage und Archer. Brutal Axe kann ich nur für Archer und Cleric's Rope. Boost Defense against Light and Dark Magic. Interessant. Okay, das sollte ich auf jeden Fall kaufen. Und auch definitiv die Garrick dann geben. Damit, das gibt doch mal schon einen schönen Defensiv-Boost. So, und dann nochmal Bell. Burglues. Gut. Mir reicht gerade das Geld nicht, deshalb. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo ein Q, den ich noch nicht habe. Oh. Flame. Vielleicht wäre er uns auch mal etwas früher vom Nutzen gewesen, hätte ich den gefunden. Fuck, das ärgert mich. Jetzt heißt es erstmal noch ein bisschen wieder Nahrung kaufen, würde ich sagen. Den und Magic Water habe ich noch 11, Fountain Drop ist jetzt vielleicht nicht mehr, gar nicht so schlecht. Okay, dafür habe ich gerade nicht genug Geld dafür weiter, gut. Speichern und dann war ja da unten ja die eine Höhle, wo ich in der
vorletzten Folge schon mal einen Abstecher reingemacht habe. Jetzt mit der Party dürfte das ja noch besser sein, dementsprechend eigentlich da reinzuschauen. Was ist... Okay. Was ist hier noch ansonsten so zu finden? Da haben wir unser Boot hin angelegt. Wohin kommt man, wenn man hier dem Flusserlauf theoretisch folgen würde? Achso, okay. Hat man das interessiert mich? Ist hier noch was? Nein. Okay, rein gar nicht. Ich weiß nicht wieso, aber das Viech sieht irgendwie blöd aus. Platin Walker, okay. Eine Planeswalker, okay. Ich mach mal ein bisschen Schießen drauf. Und du greifst auch mal an. Okay, Grounded ist scheiße und auch relativ guten Schaden, den der macht. Okay. Ich habe eben gespeichert, oder? Das wäre sonst ziemlich scheiße. Damit weiß ich, dass ich da definitiv noch nicht hin sollte. Ja gut, ich habe gespeichert gehabt, puh. Gut, nicht da, wo der Planeswalker ist. War hier noch irgendwas? Gab es hier noch was? Oh. Interessant. Da ist auch noch eine Höhle. Einmal in die Höhle schauen, würde ich sagen. Das interessiert mich jetzt. Was ist da? Was ist hier zu finden? Oh, das ist das Feuerlabyrinth. Would you like to save the game? Yes. Ich denke, das ist jetzt nicht schlecht, dass wir hier einmal im Feuerlabyrinth sind. Ouch, gotta be more careful next. Okay. Ah, interessant. Wir dürfen uns, glaube ich, von den Dingern nicht treffen lassen. Magic Water, yay. Ein bisschen lustig finde ich es ja schon. In der Wüste hatten wir Probleme. Wir bekommen das ja verdursten. Und hier, wo wir mehr oder weniger wortwörtlich durchs Feuer laufen, ist es uns scheißegal. Okay, so, schon besser wieder von der Geschwindigkeit. Okay. Das Viech sieht irgendwie eigentlich lustig aus, aber ich bin trotzdem ein bisschen, ja, ich weiß nicht so recht. Okay, gut. Wieder Aura, wieder Wave. Wave. Oh. Boot. Cryo Shot drauf. Du auch da angreifen. Okay, okay. Wave ist hier ganz gut, würde ich sagen. Attack da. Und du auch den. Ich möchte erstmal diesen Drachen oder was das da ist, tot haben. Okay, den. Er ist sowieso tot. Dann hast du jetzt nur noch Water einzusetzen. Das müsste dann reichen. Okay. Okay, das war böse. Das war böse. Die sind wirklich nicht so stark. Multishot. Und du... Light Combo used to light to the damage to drain HP at the same time, okay. Ist doch ganz nett, aber heil lieber dich und Garrick erstmal.
Erstmal habe ich eben aus dem Feuer eingesetzt und nicht. Ich dachte, oh fuck, ich wollte Water. Fuck, das war natürlich dämlich. Du wieder Recovery. Au. Water drauf. Und du da drauf und du wieder alle heilen, gut. Water. Cryo Shot und Attack. Okay, tot. Garrick ist nun Level 14 und wenn ich das von der Zeit auch richtig sehe, beende ich auch gleich die Folge. Ich muss jetzt offenbar sowieso gerade wieder zum Eingang zurück, da ist ein Save Point. Dann will ich die Folge dort auch beenden. Und in der nächsten Folge werden wir dann das Feuerlabyrinth hier erkunden. Would you like to share the game? Yes. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.